Hallo Leute, ja, letzte Folge waren wir in der Höhle, die da hinten irgendwo ist. Da wollten wir jetzt mit dem Buggy hinfahren und mal ein bisschen weiter forschen. Würde natürlich auch Sinn machen, vielleicht Sauerstoff damit hinzunehmen, weiß ich nicht. Aber vielleicht gucken wir erstmal nach, vielleicht lohnt sich's ja auch nicht, das weiß ich ja noch nicht. Und dann müssen wir irgendwann mal drüber nachdenken, dass wir hier einen Trecker kriegen, ne? Naja, wir werden sehen. Ihr guckt's Logo, ich steige schon mal ins Auto ein. So, und dann müssen wir hier raus irgendwo kommen. Na, das ist jetzt gerade hier nicht so praktikabel, ne? Irgendwie ist das hier eine schlechte Stelle für die Basis, oder? Aber egal, wir fahren da jetzt erstmal hin. So, das war hier irgendwo, ne? Glaube, hier kann man jetzt links rum reinfahren, ne, oder? Wenn es denn so klappt mit unserem Auto. Sieht erstmal gut aus. Da vorne ist schon irgendwas am Blinken, glaube ich. Ja, hat gut geklappt. Sieht so aus, als ob wir hier schon mal reingefahren wären oder so. Nee, ne, oder? Warte mal, lass mal gerade aussteigen, weil da links ist, rechts ist was. Okay, das ist ein kaputtes Auto, ne? Schutt. Stromverlängerung, okay, die nehmen wir mal mit. Ich glaube, der Rest ist Schrott alles, ne? Hier oben wäre noch eine Forschungsprobe, wa? G-Kalidor-Gehäuse. Okay, die müssen wir, glaube ich, auch sammeln, ne? Dann haben wir schon eins. Und das ist eine Forschungsprobe, komm, die nehmen wir auch mit. Ist da oben noch was? Nee, ne? Nee. Gut, dann steigen wir mal wieder ein. Akku ist noch was drin. Sollte also klappen, dass wir hier weiterfahren können. Ich glaube, wir waren hier schon. Weil hier rechts ist ja schon irgendwie so ein Weg. Lass uns mal aussteigen und den Weg breiter machen, glaube ich. Bloß nicht da jetzt runterfallen, mein Freund. Gehen wir ein Stück weiter. Sieht jetzt nicht so aus, als ob wir da runter geschafft hätten, ne? Lass uns das mal hier gerade wegnehmen. Weitermachen. Okay, das ist noch zu hoch hier. Mal abbauen. Einmal weitergegangen. Das geht hier aber noch runter, ne, oder? Achso, wir müssen. Gut, wir haben ja diesen tollen Sauerstofftank, also da ist erstmal gut vorgesorgt, ne? Und jetzt sind wir hier erstmal safe, oder wie sehe ich das? Komme ich denn hier schon so runtergefahren, ohne dass was passiert? Ne, ne? Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft, auf Ebene zu kommen, ne? Ja. Gut, das heißt, wir gehen wieder zurück zum Auto und fahren mit dem Auto weiter. Ja, Sauerstoff ist ein Problem und ich bin schon zum Fahrzeug unterwegs, welches sich hier befindet. Aber ich glaube, wir machen hier noch ein bisschen breiter, oder? Okay, jetzt haben wir, glaube ich, nichts mehr drin. Jetzt hat es gleich geklappt, dass wir runterfallen.
Während ich tendenziell dazu neige, hier nochmal abzusteigen und gerade nach hinten zu gehen und zu gucken, was da so los ist. Weil hier sind ja auch Ebenen, ne? Da geht es aber auch noch wieder tiefer. Und da ist so das erste Ding, was man den Dynamit wieder aufmachen könnte, so ein Exokoffer. Forschungsprobe. Mich interessiert aber diese zweite Geschichte hier, dieses G-Kalidor-Ding. Ich glaube, das brauchen wir auch. Okay. Hier ist dann Harz. Da komme ich auch, doch bin ich hochgekommen. Okay. Was ist das hier eigentlich? Oh, das ist ein großer Forschungsgegenstand. Okay, aber den kriege ich jetzt nicht mit. Schade. Da hinten geht es natürlich auch noch weiter, ne? Schwierig. Und da kann man noch weiter runterfahren sogar, ne? Aber das sieht jetzt so ein bisschen steil aus, oder? Mal runtergehen. Oh, da geht es ganz tief runter. Da unten ist dann Quarz, glaube ich, oder? Okay, das ist jetzt schlecht, vielleicht hier weiter zu gehen. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Sollten wir jetzt hier versuchen zu bauen? Aber ich glaube, wir haben nichts mehr zum Bauen, ne? Der Tank war, glaube ich, leer, ne? Ja. Das heißt, wir müssen erst was abbauen. Hier rechts war doch irgendwie was, ne? Oder? Oder täuschte das eben nur? Ne, es war tiefer hängend, glaube ich, ne? Oder da war was. Da ist Harz, okay. Oh, jetzt ist das Licht aus. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Ab ins Auto und bringt mir das was? Okay, das Auto hat wenigstens Licht. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir hier die Linie hinkriegen. Ja, wir müssen erst gucken, dass wir hier Strom runter haben, glaube ich. Das funktioniert alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dann sind wir erstmal wieder oben, kriegen wir ein bisschen Luft sozusagen. Besser ist das. Da müssen wir hin. So, erstmal geparkt. Und jetzt kriegen wir wieder Strom. Obwohl es dunkel ist, ne? Auch geil, oder? Läuft erstmal. Das war das Flutlicht. Und da ist eine Forschungsprobe. Da müssen wir unseren Rucksack mal für aufmachen. Und die packen wir da erstmal rein. Und die packen wir davor. Und da war noch was, ne? Ah, das waren zwei von diesen Kalidor-Dingern. Die können wir scannen, okay. Die müssen wir einfach nur scannen, ne? Da müssen wir noch drei davon haben, okay. Ne, das wollte ich nicht. Das wollte ich wieder einpacken erstmal. Das kann weg. Er läuft jetzt ganz langsam oder gar nicht wegen fehlendem Strom. Ja, wir müssten mal ein Windrad bauen hier, weil hier ist immer sehr windig, ne? Aber hier ist noch was fertig geworden. Was war das? Ein Sauerstoffmacher, den wir tatsächlich nicht brauchen, ne? Leg den mal hier oben hin. Obwohl, wenn wir den auspacken. Dann wird hier immer Sauerstoff gemacht. Wie ist das? Weiß ich nicht. Oder muss der irgendwo drin sein, dass der Sauerstoff macht? Das weiß ich jetzt gar nicht. Oder hier drauf? Keine Ahnung.
Aber hier drin kann man den nicht positionieren, weil geht nicht kaputt, ne? Ja. Die Batterie ist da oben schon leer. Jetzt ist diese hier als nächstes dran, ne? Aber die Sonne kommt schon wieder. Also müsste das ja gleich wieder vorangehen. Gut. Ja, da wird schon produziert. Alles klar. Astropedia öffnen will ich nicht. Ich will jetzt kurz nur gucken, was haben wir denn hier so. Den brauchen wir jetzt nicht mehr, den Sauerstoffmacher. Schredder, mittlere Ressourcenkanister, Kunststoff und Glas, Stromverlängerung, Verteiler. Mittelgroße Generator. Aluminium und Wolfram. Hätten wir wahrscheinlich sogar beides da, oder? Aber wird hier nicht angezeigt, aber ich meine, wir hätten das hier, oder? Wolfram lag doch hier oben, ne? Ja. Und Aluminium. Ist da noch ein Aluminium? Ne, es war Zink. Ne, ist doch noch Aluminium. Ah, super, hat gut geklappt daneben werfen, ne? So, jetzt hier mittelgroßer Generator. Ich glaube, der lief mit Kohlenstoff, oder? Sollten wir den bauen? Ja, wir bauen den. Lass mal gerade weiter gucken. Oh, das geht jetzt nicht weiter gucken. Okay, dann nicht. Dann später wieder, ne? Das funktioniert. Ach, der jetzt ist ja schon fertig. So, das heißt, den packen wir mal gerade aus. Setzt den mal da hin. Und was braucht er? Kohlenstoff, wie ich gesagt habe. So. Kohlenstoff kann man nur produzieren, indem man, ne, Biomasse da reinschmeißt. Das ist da aber nicht drin. Und was haben wir hier? Also ich glaube, wir müssten doch mehr den Wind nutzen. Das hatten wir schon alles. Das ist nicht das, was wir brauchen. Ist hier denn der Ventilator irgendwie bei oder sowas? Traktor, da ist auf jeden Fall Traktor. Aluminium bräuchten wir. Gemisch und Aluminium. Ja, Aluminium ist definitiv das. Mittelgroßer Drucker, den haben wir schon. Sauerstoff machen wir gemacht. Ich glaube, den mittleren Ressourcenkanister, das war der, den wir noch machen müssen wegen, ne? Ja, Traktor ist da angesagt, definitiv. Warte mal, dann lass uns gerade hier Zeug abbauen. Ich glaube, das ist hier, das ist möglich, ne? Weiß gar nicht, ob das wieder wächst. Ach so, okay. Jetzt machen wir hier gerade was Blödsinniges, ne? Jetzt haben wir hier was geändert von der Landschaft her. Naja. Das ist einfach nur Masse, ne? Okay, das heißt ab zum Ofen und jetzt die Biozeug rein. Weil das gibt ja Kohle, ne? Kohlenstoff.
Da ist jetzt nichts frei. Müssen wir gleich gucken. Jetzt geht das. Dann muss ich den aber wegnehmen. Und den wollten wir jetzt da dran machen. Den schalten wir jetzt aber mal aus, ne? Weil den wollte ich erstmal nur dann haben, wenn ich den brauche. Momentan läuft es ja so. Gut, dann kriegen wir Kohlenstoff zusammen und damit können wir dann den Generator betreiben und dann kommen wir vielleicht mal ab und zu, wenn es hier keinen Strom gibt, auch ein bisschen weiter, ne? So, einer ist noch und dann ist auch gut so, das reicht dann auch erstmal. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade, gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao!